willkommen zu einer weiteren Studiotour. Diesmal sind wir in der Kommune 2010 in Offenbach bei Sebastian Buddy Neumann. Die Kommune 2010 ist aber wesentlich mehr als nur ein Tonstudio. Da gibt es Event-Locations, Proberäume, Film- und Fotolocations, ganz viel, aber eben auch ein Tonstudio. Und dieses Tonstudio mietet Sebastian Buddy Neumann permanent. Und wie es da aussieht, das sehen wir jetzt. Hallo, cool, dass ihr da seid. Ich bin der Buddy, Sebastian Buddy Neumann und arbeite in den Kommune 2010 Studios. Da sind wir gerade. Bin selbstständig und miete mich hier ein. Also es ist nicht mein Studio, sondern ich miete mich hier mittlerweile seit 3 Jahren und genau, mache hier tagtäglich mein Kram. Ich produziere Bands, Künstler, Orchester, alles, was quasi in diesen Raum reinpasst, den wir gleich sehen werden. Und genau, hobbymäßig seit 13 Jahren und jetzt hauptberuflich seit 3 Jahren. Wenn man mal rechnet jetzt, quasi direkt vor Corona. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. So, ich habe so erlebt, dass Corona eher so eine, wenn man das sagen darf, so ein Schub war für die Studioszene. Ja. Weil viele Bands und Künstler konnten nicht live auftreten. Da war die Alternative, entweder sich auflösen oder halt eine Platte aufnehmen. Und viel auf Distanz, also mit Spuren schicken, teilweise fürchterliche Spuren geschickt bekommen, reampen, mit MIDI, Schlagzeug, was dazu machen. Also es war eine sehr kreative und sehr wilde Zeit, aber in der Zeit habe ich mich selbstständig gemacht und seitdem, toi toi toi, großes Holz, hier, seitdem läuft's. Sehr froh darüber. Cool. Ich finde, wenn man hier im Raum steht, erschlägt einen eigentlich schon dieses Pult. Das hat mich auch beim Reintragen erschlagen, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Lass uns einfach gleich mal reingehen. Das ist wahrscheinlich das Main-Ding hier. Du hast, klar, du arbeitest mit DAWs digital, aber du hast dieses riesen analoge Pult stehen. Richtig, ja. Was ist denn das für ein Pult und warum, was ist das für ein Pult? Wie arbeitest du damit eigentlich? Genau, also das ist eine Allen & Heath-Konsole. Das kennt man von den neuen SQ5, SQ6-Serien. Nur das ist eine Baureihe, ich glaube, von Pan 80, also echt eine alte Oma. Und ja, wie du sagst, das ist quasi das Herzstück. Hier läuft erstmal hart gepatcht alles rein, was drüben auf den Patchbase liegt. Also Kanal 1 bis 24 steckt drüben auf. Und wenn ich das nicht hier mit Patchbay irgendwie unterbreche, habe ich quasi den Preamp mit dem Equalizer und dann geht es direkt in die DAW. Macht Sinn für Schlagzeug oder für irgendwelche Signale, die zusammen gehören. Das lasse ich dann auch meistens übers Pult laufen. Natürlich unterbreche ich das auch hier und da und benutze einen anderen Preamp. Hier haben wir verschiedene Sachen am Start. Aber so die Konsole, die habe ich echt lieben gelernt. So, mittlerweile geht sie auch wieder komplett. Als ich hier angefangen habe vor 3 Jahren, mussten wir viel rumschrauben und man kann die Kanäle rausnehmen. Also das sah echt aus wie so ein Operationstisch. Und genau, seitdem wir quasi ein Ersatzteillager, wir haben uns die Konsole nochmal geholt, weil wir ein gutes Angebot bekommen haben. Und jetzt habe ich quasi Kanal 1 bis 24, spielt komplett perfekt. Jeder Potti geht, weil wir haben hier verschiedene Gain Stages quasi. Also man kann an 4 verschiedenen Punkten laut und leise machen. Lass uns vielleicht einfach von oben, wir haben, das sind 24 mal die gleichen Kanäle, wie es aussieht. Richtig, ne? Ja. Lass uns doch mal einfach einen angucken, wie es von oben aussieht. Wahrscheinlich relativ Standard, aber trotzdem, ja. Ich glaube, nicht jeder von unseren Zuschauern weiß ganz genau, wie es funktioniert. Deswegen können wir einfach von oben mal durchgehen. Was ist denn der Signalflow? Auf jeden Fall. Wie du sagst, eigentlich ist jeder Kanalzug ähnlich aufgebaut. Hier oben kommt das Mikrofon an oder der Line-Pegel und dann machst du einfach hier mit dem Gain laut und leise. Gibt es hier den oberen für Mikro und den unteren für Line-Level. Dann wird es schon ein bisschen spannend. Das ist wahrscheinlich auch bei vielen anderen Pulten so, quasi so eine Routing-Matrix. Du kannst hier sagen, dass dieser Kanal 24 zum Beispiel jetzt in dem Fall auf die 24 geroutet wird. Du kannst ihn aber auch auf die 1 routen. Also es ist komplett frei belegbar. Wann macht man das? Wenn man zum Beispiel 3 Basssignale zu einem summieren will, dann sage ich hier meinetwegen Bassmikro 1, Bassmikro 2, Bass DI. Und dann kann ich hier sagen, geh doch einfach alle auf den gleichen Kanal. Macht man hier noch mit dem links oder rechts, sagt man quasi hier Kanal 1 oder Kanal 2 oder der eine Kanal und der andere, kann man quasi hier 3 Signale zu einem Bus, kann man auch frei belegen, wo der dann quasi ankommt, kann man schon vorsummieren. Spart Platz, spart Zeit und du hast in der DAW schon quasi einen gescheiten Sound. Musst dich irgendwie, wie hier jetzt zum Beispiel, mit 3 Basssignalen, mit Phasen und irgendwie Time Adjustments oder sowas, du hast einfach dich committed, du kannst gar nichts mehr machen. Du hast ein Basssignal, was aus 3 Basssignalen besteht quasi. Ja. Und so arbeite ich. Also ich committe sehr viel,
dadurch ist der Soundcheck auch eher lang bei mir. Ich weiß nicht, wie es heutzutage bei den eher digital basierten Producern ist. Also mein Soundcheck, also ich nehme mir eigentlich immer so 1,5 Tage für eine Live-Session. Manchmal geht es schneller, manchmal dauert es länger, aber also Soundcheck ist das Allerwichtigste. Weißt du ja auch so vor Mikro passiert die Magic und alles, was danach ist, ist eigentlich nur irgendwie Rumgepfusche und Schadensbegrenzung. Und das habe ich oft schmerzlich gelernt. Aber seitdem, genau, also Commitment ist für mich so ein wichtiges Ding. Deswegen auch hier ganz viele Equalizer und Kram so. Wenn wir da weitergehen, ich glaube, wir haben eine Bus-Sektion unten drunter noch. Richtig. Genau, da kannst du, ist jetzt hier nicht der Fall, kannst du externe Effekte oder Monitore ansteuern. Ich mache mein Monitoring über die RME direkt. Also hier diese 4 Kanäle werden aktuell nicht benutzt. Hat auch den Grund, dass es vorher gar nicht ging mit den anderen, mit den alten Kanälen. Jetzt gehen sie und ich muss mir vielleicht ein bisschen überlegen, was ich damit mache. Wie gesagt, vielleicht ein paar externe Hallgeräte oder Monitoring würde ich nicht machen. Das ist total geil mit dieser RME. Digitalen Geschichte, weil ich kann den Bands auch ein iPad in die Hand drücken und sagen, hier macht der Mix quasi selbst. Und das ist nicht immer so dieses, mach mal die Bassdrum ein bisschen lauter, sondern definiere ein bisschen, ist ein bisschen 1 dB, ist ein bisschen 5 dB und dann habe ich meine Ruhe und die können ihren Mix quasi selber machen. Aber von der Theorie kannst du damit einen Monitormix auch machen. Dann diese 4 Kanäle sind Equalizer, höhenfrei durchstimmbar, hohe Mitten frei durchstimmbar, tiefe Mitten frei durchstimmbar, Bässe nicht frei durchstimmbar. Sehr, sehr schade. Auf 90 Hertz gefixt. Was ganz cool ist, du kannst hier mit einem Low-Cut quasi hier diesen Bassbereich schon ein bisschen trimmen, aber also du hast hier fest 90 Hertz. Dann kannst du, wenn du hier quasi einen Low-Cut auf 100 setzt, dann hast du diesen klassischen, weiß ich nicht, ob es ein Neve oder Pultec-Trick ist. Du boostest quasi das Low-End und rollst es weg. Ja. Das geht damit theoretisch. Kennt jeder. Ich finde es ein bisschen schade, dass hier 90 Hertz fix sind, aber gut, ich bin jetzt nicht in der Position, dass ich da irgendwas ändern kann. Von daher, genau. Dann, das ist ein Inline-Pult, sprich, hier geht es jetzt erstmal auf den Mixbus. Dieser Pan-Regler ist nicht im klassischen Sinne ein Pan-Regler, sondern eher auch ein Routing-Regler. Also jetzt, wenn du es ganz nach rechts drehst, kommt er hier, wenn man dieses Stereo-Paar jetzt anguckt, kommt es hier an, wenn man ganz nach links dreht, kommt es hier an. Das ist quasi der Weg zur DAW. Also das Mikro kommt nochmal oben rein, wird bearbeitet und hier ist quasi to tape. Und dann ist es erstmal im Wandler, im PC und kann aufgenommen werden. Die braucht man dann erstmal noch gar nicht. Wenn man aus der DAW Stereo meinetwegen hier rausgeht. Was ich aber mache ist, ich gehe in die DAW und dann schicke ich quasi von der DAW wieder aufs Pult und dann kommt es hier an dieser Stelle an. Also nach, logischerweise nach dem Small Fader. Man kann es auch switchen, aber ich arbeite halt so. Es kommt hier an, kannst du noch ein bisschen trimmen und dann gibt es hier ein klassisches Panning. Also einfach rechts, links. Und dann kommt es hier raus. Genau, und da kann man dann auch, wie vorhin beschrieben, zum Beispiel Kanäle summieren, dass du einfach beispielsweise 3 Bassdrum-Signale. Wenn ich sie nicht von Anfang an committe und wenn ich zum Beispiel recorde für jemanden, der selber mixt, der will natürlich Kick-In, Kick-Out, Kick-Sub separat haben. Weil ich es aber gern habe, dass mein Pult möglichst leer ist und weil ich summieren will, würde ich dann quasi hier Kick-In, Kick-Out, Kick-Sub zusammen auf die 1 schicken und dann kommt es hier auf der 1 an. Und ich habe nicht 3 Kanäle verbraten, sondern nur einen und habe trotzdem 3 individuelle Tracks im Pro Tools. So ist die Idee. Habe ich alles? Genau. Dadurch bist du einfach voll flexibel. Du kannst auch logischerweise Dinge doppelt belegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Raum-Stereo-Pärchen habe, da läuft einmal mein ganz großes AB, das sehen wir auch später bestimmt, mein ganz großes AB läuft drauf und zum Beispiel das R88, so ein Blümlein Close Room Mic. Und an der Decke hängt noch ein Mikro. Das schicke ich meistens dann auch auf die, in dem Fall 13, 14 ist meistens so mein Room-Kanal. Ja. Und Feinjustage, also vor dem Bus, mache ich dann im Programm. Also will ich mehr von diesem Groß-AB oder will ich mehr von diesem Blümlein? Aber hier läuft dann quasi eine Summe aus 2 Stereo-Tracks und einem Mono-Track rein. Also quasi für die ganzen Ableton-Benutzer oder sowas, Leute, die
von Bus und sowas noch nicht so viel gehört haben, das sind quasi Gruppen. Du legst dir quasi eine Gruppe an, die packst du als Gruppe drauf. Genau, ja. Und kannst dann die Lautstärke des einzelnen Gruppers, der Gruppe nochmal anpacken. Und genau. Ich arbeite quasi in verschiedenen Instanzen einfach so. Ja. Das ist quasi das Detailreichste, da kann ich jeden einzelnen Furz kann ich bearbeiten, aber eigentlich geht es ja um das Große und Ganze und deswegen kann man dann hier, also wie gesagt, meistens ist hier Bassdrum, hier Snare, hier sind meine Tom-Gruppen, Overheads und Hi-Hat und Ride läuft hier drüber. Dann sind hier die Räume, je nachdem wie voll es ist, sind manchmal hier die Räume, manchmal da. Bass ein Kanal, Rhythmusgitarre zwei Kanäle, weil Stereo. Weißt du, und dann sieht man schon, ich bin halbes Pult und dann habe ich schon quasi alles bei der Aufnahme schnell auf dem Finger. Es ist besser, als wenn man irgendwie, okay, müssen wir das mal ein bisschen lauter machen. Kann ich einfach hier, bapp, geht viel schneller. Und in unserem Job geht es halt auch um Tempo. Und genau, ich bin einfach, weiß ich nicht, ob es an meinem Alter liegt, aber ich bin einfach so schneller als so. Wenn wir jetzt ein Stück weiter nach rechts gucken, haben wir zwei Einzüge hier. Natürlich AUX Master Key Output. Was genau hat es damit auf sich? Meinst du, das hier? Genau. Das ist die Master-Sektion von diesen vorhin erwähnten Monitor- oder Effekt-Hinspielwegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Hall drauf oder beschicken würde, würde jetzt mal noch nichts kommen, weil hier der AUX-Master quasi noch zu ist. Dann muss ich hier, bisschen umständlich, aber so war es halt früher, muss man hier auch noch aufmachen. Das ist hier für AUX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, weil ich 8 AUXe habe. Quasi hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind auch so Doppelfader. Hier sind noch Routing-Möglichkeiten. Hier machst du den ganzen Bums auf Mute, quasi den Master. Das ist die Master-Sektion, machst du auf Mute. Und das Gerät daneben ist einmal Monitor umschalten. Ich habe hier oben die kleinen Auratone-Nachbauten und auf dem großen Knopf die großen Neumänner mit Sub noch dazu. Und hier kannst du auch noch links, rechts muten, dimmen, was für mich keinen Sinn macht. Ich mache einfach aus kurz. Mono, ganz wichtig. Hier hast du noch so ein paar Solo-Link-Funktionen, dass wenn du auf einen Solo klickst, dass dann alle ausgehen oder dass du so in Gruppen arbeitest. Also viel so Kram, den man vielleicht einmal in der Woche braucht. So, also es ist eingestellt und du arbeitest damit. Umstellen tust du da nichts. Das ist eine Einstellung, damit fühlst du dich wohl. Und genau. Talkback kannst du hier noch quasi benutzen, aber ich habe hier mein Talkback, weil das von dem alten Pult auch nicht ging. Und ich arbeite mittlerweile damit. Aber im Grunde ist das genau dasselbe wie hier. Kannst du halt laut leise machen. Genau. Cool. Erstmal das Pult. Was noch zum Pult zu sagen? Kommt aus Hamburg. Aus Hamburg? Vor x Jahren sind die Jungs, die hier das Studio vorher gemacht haben, nach Hamburg gefahren und haben das hierher gekarrt. Ja. Schick. Dann lass uns doch einfach mal den Signalweg irgendwie weitergehen. Wandler. Ich sehe eine ganze Wand voll RME-Zeugs. Oder zumindest, guck mal, die Patchbacks sind sogar im gleichen Blau oder irgendwie halbwegs passend. Genau, ja. Also das sind hier, das sind die Wandler. Ja. Das sind quasi ein 32-Kanal-Wandler. Einmal analog zu digital, einmal zu digital-analog. Logischerweise einmal rein und einmal raus. Das liegt hier alles auf den Patchfeldern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Kanal 1 auf der Patchbay ist hier, Kanal 1 auf der Stagebox drüben, Entschuldigung, kommt hier an. Und jetzt habe ich quasi im meisten Fall die Kick in der Hand. Und jetzt kann ich sagen, okay, wo willst du es denn hingeschickt haben? Und dann weiß ich mittlerweile im Kopf, dass das zum Beispiel hier der Neve ist oder das hier ist der Vorverstärker. Und dann kann ich hier einfach wild auf dem Patchfeld umstecken, dass ich den Equalizer noch reinbinden kann oder den Kompressor oder diese Verzerrung. Das läuft quasi alles hier in Armlänge. Also kannst auch hier den untersten kannst du beschicken, indem du einfach hier das da reinsteckst, so wie halt ein Patchfeld funktioniert. Genau, das macht man meistens am Anfang von der Session. Das läuft dann durch und genau, das fasst du nicht an. Das sieht dann meistens aus wie so ein riesiger Spaghetti-Teller aus verschiedenen bunten Kabeln hier. Keine TTs, ich weiß, ich habe manchmal geschimpft, aber ich finde, da jeder kocht irgendwie mit Wasser und ob man da jetzt diese TTs, die, weißt du, diese kleinen Dinger. So. Ich bilde mir nicht ein, irgendwie einen Unterschied zu hören. Aber kann jeder machen, wie er will. Wir machen es so. Direkt unten drunter sehe ich jetzt schon, genau. Du hast eine 500 Series. Mhm. Genau. Können wir da einfach mal SSL Equalizer sehe ich da gleich. Genau, zwei 611er, die mochte ich ganz gerne. Hier
hat mir ein Kumpel empfohlen, diese Heritage Audio Neve 1073 Equalizer Section quasi. Ich habe hier auch den Originalen, jetzt natürlich keiner von Anno dazumal, sondern ein neues Gerät. Und ich sag mal von der Verarbeitung, sind die besser, muss ich leider sagen. Klingen auch cool, also vom Klang her höre ich jetzt keinen Unterschied, aber ich war bis echt enttäuscht, dass ich hier so das... kann ich nur sehr empfehlen. Heritage Audio, die Neve-Nachbauten. Dann APIs, Originale, Vorverstärker, obergeil, kann man schön crunchen, ohne dass es irgendwie scheiße wird. Dann ist hier ein Verzerrer, da läuft immer ein Mikro, was ich unterm Drumhocker stehen habe. Kann ich, keine Ahnung, ob man das irgendwie einblenden kann, kann ich mal zeigen. Halt Mono, so wie die Wurst, die klassische Wurst, ist ja auch so ein bisschen sehr stark komprimiert, aber ich verzerre das Signal tatsächlich. Und wenn dann der Drummer irgendwie ein Beat spielt, der wenig Becken beinhaltet, so ein Backbeat, und dann schiebe ich das immer dazu und dann gibt es so richtig Farbe und die Snare singt so richtig so. Auch alles mit aufgenommen, also nicht irgendwie im Nachhinein mit Saturn oder sowas noch. Also das wird so aufgenommen, das ist mein Stuhlmikro quasi. Deswegen, das ist eigentlich ein Gitarrenpedal, JHS oder JHS, kennst du das? Noch nicht gehört, das ist was anderes, ja. Ja, Pedals ist klar, genau. Genau, also ja. Die bauen eigentlich Pedals und im Grunde hast du hier einen Drive und eine kleine Höhenblende und einen Master. So. Aber das Ding, wie gesagt, ich kann dir mal ein Sample schicken, kannst du runter und das Video legen. Ich mag das sehr gerne. F76-Nachbau von IGS und quasi ein SSL, dieser klassische Buskompressor mit Mixregler und... hier hast du dieses London und New York Style, sagt dir das was? Nein. Du hast quasi, also es ist einfach, wenn du auf diesem London-Modus bist, dann komprimiert beides gleichzeitig. Und wenn du auf New York bist oder andersrum, nagel mich nicht fest, dann reagieren die unabhängig voneinander. Das ist für Overheads ganz interessant, wenn zum Beispiel eine Tom gespielt wird, dann ist ja auf dem rechten Overhead viel mehr Low-End, dementsprechend viel mehr Energie. Und dann komprimiert der rechte Kanal anders als der linke. Wenn du auf das andere Modus gehst, dann komprimiert quasi der linke genau wie der rechte, auch wenn links jetzt kein Tieffrequenzmaterial reinkommt. Ich mag es gerne, wenn alles gleichzeitig halt arbeitet, damit es phasenrein ist, aber es gibt bestimmt auch Anwendungen für irgendwelche großen Räume oder Orchester. Das ist so ein bisschen auch wandert von der Lautstärke, weil im Grunde ist es ja alles Lautstärke. So. Auch Frequenz, wenn du hier ein, keine Ahnung, 500 Hertz reindrehst, ist einfach nur eine Lautstärke in einem ganz speziellen Bereich so, und das, seitdem ich das irgendwie für mich erkannt habe, arbeite ich auch viel gröber einfach rein. Sollen wir gerade noch bei dem Rack auf dem Pult bleiben? Wir hatten eben, du hast schon kurz angesprochen, Focusrite Preamp, auch noch mal einer. Genau, diese ISA. Genau. Kennt man diese klassische ISA One, diesen tollen Tischverstärker. Das ist quasi Zwillingsbruder, nee, wie sagt man, großer Bruder. Also einfach zweimal das Ding. Und da hat man hier nochmal quasi in vierfach. Aber eigentlich machen die genau dieselben. Haben die auch diese ISA-Schaltung, wo die Impedanzen einfach so ein bisschen durchgeskippt werden. Klingt alles ein bisschen anders. Das Gefühl, das ist alles ein bisschen dumpfer. Je lower, desto wärmer, desto dumpfer ist es. Und je higher, desto mehr Alarm macht es einfach. Genau. Von unten drunter, das letzte sehe ich, das ist ein Mikrofon, eine Kopfhörerverstärker, ne? Genau, ja. Einfach zum paar mehr Ausgänge haben. Richtig. Das benutze ich gar nicht so oft, weil ich halt meistens direkt in den Aufnahmeraum gehe. Wir sind da auf jeden Fall mit der Booth auch verbunden, aber wie gesagt, macht da gar nicht so viel. Und halt, wenn ich mit Kopfhörern was machen will, könnte ich eigentlich auch ins Pult gehen, aber ja, es ist im Grunde genau, zwei Stereo-Signale laufen da einfach drauf. Ja. So, aber wie gesagt, benutze ich gar nicht so oft. Dann erschlägt uns dieses Rack auf der Seite schon ein bisschen. Lass uns mal. Ich glaube, oben drauf Oxbox ist vielleicht schon mal. Wir können einfach von oben runter gehen. Genau, ja. Ja. Genau, neueste Anschaffung, die Oxbox. Ich war am Anfang kritisch, weil ich halt ja auch aus einer Zeit noch komme, wo man halt richtige Boxen und richtige Verstärker benutzt. Aber ich wurde echt eines Besseren belehrt, weil in das Ding läuft ja ein richtiger Verstärker. Du kannst jetzt nicht sagen, das ist digitale Kacke. Wo man gar nicht sagen kann, digital ist Kacke, aber es gibt halt viele, die sagen, digital ist Kacke. Aber selbst die Leute kriegst du damit, weil
Das ist quasi eine analoge Loadbox mit einer Speaker-Simulation drin. Und du steuerst es zwar mit dem Computer, aber das passiert alles hier drin und es klingt obergeil. Also da gibt es bestimmt, hast du vielleicht auch schon mal getestet. Tatsächlich noch nicht. Mach es, du wirst Oberspaß haben. Bin ich scharf drauf. Wirklich, mach es. Es ist ultra geil verarbeitet, es sieht super schick aus. Und wie gesagt, der große Vorteil, weil ich will halt richtige Amps benutzen, du steckst da einfach ein Marshall Plexi dran. Kannst ihn aufroppen und hast hier einmal die Möglichkeit, natürlich eine richtige Box im Aufnahmeraum anzuschließen, aber hast auch zwei Kanäle, die liegen auch hier noch auf, quasi Line-Level und wirklich gut durchdachte, wenn ihr aufs Algorithmus ist oder sowas, auf jeden Fall, was da rauskommt, ist cool. Ich nehme noch immer beides auf, weil ich mir noch nicht 100% sicher bin und ich will den Bands halt auch nicht irgendwie aufdrücken, ihr müsst das benutzen, aber es läuft immer quasi parallel ins Pro Tools rein. Einmal hier, Stereo und aber noch eine gemikte Gitarre draußen. Einfach, dass ich mich im Nachhinein entscheiden kann. Und ich würde sagen, von der Entscheidungsquote ist schon noch 60-40 richtige Amps. Aber wenn es mal irgendwie, wenn die Gitarre eher modern und eher nicht so auffällig sein soll vom Sound und trotzdem Wucht und halt so dieses Korrekte, weißt du, dieses, wie macht man es richtig? Ich habe mir das alles selber beigebracht, ich mache voll oft nicht alles richtig und diese Box macht es halt richtig. Und manche Refrains brauchen oder irgendwelche Effektspielereien, die müssen halt echt perfekt in Phase sein und da ist kein Toleranz für irgendwie Spielraum, was Sound angeht und dann macht sie es einfach gut. Kann ich dir so sehr empfehlen. Wenn du darüber ein Video machst, dann wirst du Spaß haben. Und ich lerne, glaube ich, auch noch was. Ich benutze es eben so. Ja, klingt gut, passt. So, ich glaube, das machen aber ganz, ganz viele genau gleich. Ja, only by doing. Und, genau. Aber auch Pro Tools, ich benutze vielleicht, keine Ahnung, 20% von dem Potenzial, was dieses Programm hat. Aber ich habe halt auch keine Zeit irgendwie da. Ich mache jedes Update brav mit und gucke, was es da Neues gibt, aber irgendwelche Marker auf Tracks brauche ich einfach nicht so. Also, die haben schon coole Ideen. Genau, aber du willst bestimmt hier weitermachen. Avalon, toller Röhrenverstärker mit Röhrenkompressor. Für mich eher so für die Hi-Fi-Vocals, wenn es echt schön groß klingen soll. Irgendwas Dreckiges geht damit, oder würde ich jetzt auf einen anderen Preamp gehen, dann nimmt man eher so Neve oder ein API, kann man auch sehr schön dafür verwenden. Hier, wenn irgendwie Akustikgitarre, Singer-Songwriter, so eine Vocal würde ich dann hier drüber schicken, so richtig schön seidig, hier dieses 32K-Band. Habe ich gedacht, wer baut denn sowas? Ist das falsch? Steht da irgendwie, ist da ein Komma zu wenig? Aber wenn du das reindrehst, das macht ober die Luft rein und ohne zu nerven, also das Ding ist echt sein Geld wert. Genau, kannst ja noch so ein paar Sachen einstellen. Mic- oder Line-Eingang, hier ein Highpass durchstimmbar. Kennt man, glaube ich, das Gerät. Oder? Ja, ich vor allem benutze ich halt die UAD-Version davon, ne? weil die ist auch schon ziemlich schick und okay, die kenne ich gar nicht. Bin jetzt erst im Anfang von analogen Outboard-Gear. Mhm. Aber das Ding steht auf der Liste, ganz klar. Ja. Unten drunter sehe ich jetzt irgendwie, steht schon Pitch Black drauf, man kann nicht so viel erkennen. Kork. Stimmgerät. Ah, okay. Also einfach hier, ja, krass. Das ist ein Stimmgerät, hier rein und hinten kommt ein Kabel raus, was dann quasi in den Amp gehen würde. Das größte Stimmgerät, was es auf der Welt gibt wahrscheinlich, ne? Wenn du hier sitzt, ist es schon praktisch, dass es halt nicht so ein kleines Fußbodentreter-Ding ist und wie so viele ist es auch cool, wenn alle über ein Stimmgerät stimmen. Bei einer Live-Session ist es mir nicht so wichtig, aber wenn wir echt Overdub-Produktionen machen, dann ist es cool, wenn einfach der Bass und die Gitarre und alles mögliche über ein Stimmgerät gehen. Und das hat zwei verschiedene Modi. Einmal hier mit diesem gelben, diesen gelben Punkt hier, genau. Der bewegt sich dann hier. Je höher du gehst, das wird da rechts, wie halt so ein Stimmgerät funktioniert. Du hast aber auch, ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert, wenn ich nichts drin habe. Nee. Hier Display ist es. Genau. Du hast auch noch diese Anzeige, die ist viel genauer. Jetzt ist es ausgegangen. Genau. Wenn der Ton zu tief ist, bewegt sich der ganze Kollege nach links und wenn es zu hoch ist, geht es nach rechts. Und das ist viel hochauflösender. Also du stimmst genauer mit, es dauert aber auch länger und die Bands sind immer genervt davon. Meistens benutze ich das in der Null. Entschuldigung. So. Aber ja, es ist ein Stimmgerät im Endeffekt. Einer meiner Lieblingsverstärker, weil sie einfach sau billig und räudig klingen. Ich bin Fan davon, einfach Sound zu machen, den nicht jeder hat. Also wenn du meine Aufnahmen hörst, so, die klingen jetzt nicht wie alle großen YouTube-Mixer, die irgendwie, wie es da gibt. Also es klingt ja teilweise
riesig bombastisch. Mein Zeug ist eher, ich sag mal, eher so ein bisschen schmutzig und ein bisschen kaputt und man wundert sich immer so latent ein bisschen so, was hat er denn da gemacht? Und ich muss zugeben, Fall Off ist es auch keine Absicht. So, ich habe mir das, wie gesagt, alles selber beigebracht. Ich sage immer, viele Happy Accidents gibt es bei mir und diese Kiste hilft mir dabei, weil du kannst einfach den Gain voll aufdrehen und es hat eine Verzerrung. Die hat kein API, die hat kein Neve, die hat kein, das hat keiner. Ich habe keine Ahnung, wo diese Kiste herkommt. Also wer das gebaut hat, kostet 200 Euro. Klare Kaufempfehlung. Halt für Crushed Drums oder für irgendeine Wurst oder sowas. Also irgendwas, was wirklich kaputt klingen soll, was nicht nach Saturn oder nach dieser Soundtoys Decapitator. Also wenn du einen anderen Sound willst, weil Decapitator hat jeder. Meine Mutti hat, dieses Ding haben nicht so viele Leute. Und im Endeffekt hört man es und allein wie du damit arbeitest, das kommt bei den Leuten an. Und wie gesagt, dieser Bellari hier, den liebe ich. Unten drunter 1073 Neve, klar, Vorverstärker, High Shelf, ich glaube bei 12 oder 16K fixed. Ich glaube 16. Mitten durchstimmbar von 360 Hertz bis 720. 7200, Entschuldigung. Also von ziemlich weit unten bis ziemlich hoch. Und ein Bass Shelf 35 bis 220. Also bist auch super flexibel. Und hier ein Low Cut noch. Kannst du wieder diesen Pultec oder ich weiß nicht, wie gesagt, nicht, weil da kann man es auch mitmachen. Man kann es aber auch hier mitmachen. Dieser, du boostest das Low End und cuttest es dann weg. Dann hast du so eine schöne Resonanz. Ich weiß nicht, wer es als erstes gemacht hat, aber Pultec Trick. Es heißt Pultec Trick, genau. Ja. Einigen wir uns darauf. Knöpfe, Equalizer an, Equalizer aus, Phase drehen, Insert Weg, auch ganz praktisch. Und ob der Insert Weg vor oder nach dem Equalizer legen soll. Und da, ich weiß nicht, ob mir das zugeflogen ist, aber ich teile es jetzt einfach mal. Ich hatte oft das Problem, dass ich diesen Equalizer nutzen wollte, aber nicht den Preamp. Und jetzt bin ich gespannt, was da an Resonanz kommt, ob das schlau ist oder nicht. Ich bin quasi mit meinem Mikrosignal in dem Fall in den API gegangen, aus dem API raus in den Insert von dem Neve, habe hier auf Insert gedrückt und auf Pre. Dementsprechend ist mein verstärktes API-Signal hier angekommen, nach dem Vorverstärker, weil ich kann ja nicht API-Verstärkung in Neve-Verstärkung. Das also macht wollte ich jetzt in dem Fall nicht, gibt es bestimmt Möglichkeiten, wo das cool ist, aber wollte ich nicht. Ich wollte das hier hin haben und mit dieser Methode geht das. Und dann habe ich mir quasi, war ich voll stolz, weil ich dachte, ich habe mir das ausgedacht, voll geil. Habe ich vielleicht auch, aber ich glaube nicht. API-Vorverstärker mit Neve-Equalizer. Und dann einfach aus dem Kollegen raus und dann weiterverarbeiten. Hast du das schon mal gehört irgendwie? Tatsächlich nicht, finde ich aber eigentlich, also das klingt total logisch. Genau. Also wie gesagt, ja. wenn du es mal probieren willst oder wenn es irgendjemand anders, weil die machen halt echt schon Radau, deswegen habe ich sie mir hier nochmal einzeln geholt. Aber gut, mit dieser Methode, wie gesagt, Insert, geh hinten mit einem anderen Verstärker rein, Insert aktivieren, Pre aktivieren, dann kommt der hier vor dem Equalizer raus. Ich denke immer, dass das Signal so durchgeht. Das ist wahrscheinlich kompletter Quatsch, aber so. Und dann hast du quasi fremden Preamp mit dem Equalizer. Ja, klingt sehr gut. Irgendwie macht Sinn. Und genau. Drunter gleich die nächste legendäre englische Firma. Ist ziemlich sicher ein Nachbau oder so ein DIY-Kit. Also das sind wohl Originalteile. Es stammt auch von vor meiner Zeit. Einfach ein SSL-Vorverstärker. Wenig Spielerei, Phase drehen, 20 dB Pattern, 48 Volt. Phantomspeisung, dass du auch Kondenser benutzen kannst. Mehr gibt's nicht, laut leise. Kannst nicht irgendwie die Output-Stage noch runterdrehen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Ich benutze den gar nicht so oft, weil ich will schon Färbung haben, aber dann ist es viel zu laut im Pro Tools. Und dann müsste ich irgendwie im Nachhinein noch padden. Von daher, also der läuft gar nicht so oft. Genau wie der. Das ist auch eine schöne Farbmaschine. Also färbt das Signal schön. Aber seitdem ich den habe, ist der eigentlich auch aus. Ich habe den jetzt nochmal angemacht fürs Video. Kann ich jetzt auch wieder ausmachen. Also einfach auch Vorverstärker mit bisschen Tiefenmaterial und hohes Material. Kannst du reindrehen. Ich weiß nicht. Die Frequenzen stehen die drauf? Nö. Einfach Low Shelf, High Shelf. Wie gesagt, macht auch gut Alarm, aber der ist einfach cooler. Genau, unten drunter Distressor, muss ich nichts zu erzählen, glaube ich. Obergeil.
läuft bei mir meistens auf dem Overheads oder auf irgendwelchen Räumen mit. Auch schon auf dem Weg rein, also dass ich hier quasi im Link-Mode dann die Räume auch schon ein bisschen komprimiere. Oder bei Gesang, also ich finde, das ist der geilste Gesangskompressor. Also meine Vocal-Kette ist entweder halt R oder irgendein anderer Preamp. Dann geht's meistens hier in den F76 oder in den. Aber meistens eher in die beiden. Also der auf jeden Fall, dann der oder in Kette die beiden. Und das, was herauskommt, das ist so geschmeidig und so direkt trotzdem. Und ach, ich liebe das. Also kannst du echt auch 20 dB Gain Reduction fahren und es klingt cool. So, das kriege ich mit keinem anderen Gerät hin. Hier denke ich irgendwann immer so, oh, ist genug, ist zu viel. Ich will aber, dass die Nadel sich bewegt. Nein, ist zu viel. Und hier immer. Das kann ich natürlich auch sehr empfehlen. Mein erster Kompressor, den ich mir selber gekauft habe. Ich benutze ihn kaum mehr, aber er ist halt, wie gesagt, mein erster. Und deswegen ist er hier noch von JBL. Die Marke kennt man eher so von Bluetooth-Boxen, aber die haben wohl oder bauen immer noch ziemlich gutes Pro-Audio-Gear. Ist einer der schnellsten Kompressoren, die ich habe, mit logischerweise dem hier. Du kannst hier zwischen Average-Detektor und Peak-Detektor schalten. Und wenn du auf Peak und Fast gehst, ich habe es mir irgendwann mal aufgeschrieben, das ist im einstelligen, was auch immer, ich sage es jetzt wahrscheinlich falsch, aber Mikro-Millisekunden, also es ist das Schnellste, was es gibt. Wenn du da eine Snare drauf machst, du hörst keinen Transienten mehr. Und wenn man zwei davon hat, macht es auch auf jeden Fall Spaß auf Räumen oder auf Overheads, kannst du ihn auch linken. Ich habe leider nur einen. Also wirklich schnellster Kompressor. Sonst sehr, sehr klar und sehr clean vom Sound. Aber ja, auch alles eigentlich selbsterklärend. Ratio von 2:1 bis unendlich, also kannst du auch limiten damit. Aber er ist primär noch da, weil er halt mein allererster ist. Den habe ich, keine Ahnung, für 200 Euro von einem Kollegen aus Tribor. Tribor, sagt dir was? Habe ich den gekauft. Midas, Preamps, sind vor allem auch da, weil man so schön fahren kann. Also kannst hier gut Gas geben und dann mit dem Output runtergehen. Tolle Verzerrung auch, obwohl sie sehr günstig sind. Also klare Kaufempfehlung, wenn wir hier Kaufempfehlungen aussprechen dürfen. Ja, klar. Genau, ich mag halt Vorverstärker, die zwei Stages quasi haben. Einmal Vorverstärker, einmal den Output quasi. Sonst 48 Volt, kleine Highpass, kleiner Lowpass. Dieser Texturenschalter, weiß ich nicht, was es ist. Irgendwann wusste ich es mal, mittlerweile weiß ich es nicht mehr. Und Phasendrehen einfach. Ist, ja, wenn das Signal nicht so eine hohe Priorität hat, sag ich mal. Also Ride, Hi-Hat läuft meistens darüber. Der nächste Kompressor ist ein ganz alter Kollege. Man sagt, dass irgendwie Led Zeppelin schon über genau diesen aufgenommen hat. Ich denke nicht, dass das passiert ist, aber die Story, die dahinter, also das ist die Story dahinter. Auch sehr schnell. Von der Bedienung her ein bisschen tricky, weil das Make-up-Gain ist vor dem Kompressor. Ich weiß nicht, ob da was falsch gebaut ist, aber wenn ich jetzt quasi hier einen Wert einstelle, einen Threshold-Wert, und bin dann zufrieden und denke mir so, okay, AB-Vergleich, ist es vorher ein bisschen leiser und ich drehe dann hier lauter, dann ist mehr Kompression, dann passiert mehr Kompression. Ich habe keine Ahnung, aber für Snare ist es ziemlich cool. Ich habe manchmal zwei Mikros an der Snare, eine unkomprimierte und einmal eine komprimierte, oder manchmal teile ich das Signal auch, und das läuft dann hier durch, weil er hat auch einen richtig coolen Expander, den man, obwohl es analog ist, echt super fein einstellen kann, und der funktioniert auch bei Ghost Notes. Also das ist richtig cool. Aber eher so als Effektkompressor zu sehen. Also jetzt nicht so der Standard für Vocals, habe ich darüber noch nie laufen lassen. Bass habe ich mal probiert, da war Bass aber ziemlich kalt und hat irgendwie das Low-End verloren. Vielleicht ist er auch ein bisschen kaputt, wie gesagt, ganz alte Oma. Aber hat auf jeden Fall seine Berechtigung, genau, seine Vorzüge. Ja, danke. So, fast das letzte hier im oberen Geräteabteil. Transient Designer, kennt auch jeder. Gibt es mittlerweile Plugins. Jede Company macht einen Transient Designer, weil es, glaube ich, von der Idee her ziemlich einfach ist. Hast einen Attack und einen Sustain. Wenn du es so machst, bist du voll krass attackig. Wenn du es so machst, bist du halt richtig pumpend und eher auf Sustain.
habe ich auf Räumen, habe ich auf Toms ziemlich oft. Also wenn mir die Toms, wenn die ein bisschen mehr Knack gebrauchen, dann passiert das hier mit ein bisschen Sustain weg. Man kriegt die Becken auch ziemlich gut weg von den Tom-Signalen damit. Also wenn man da ein bisschen rumspielt mit, kann man echt coole Tom-Signale erzeugen. Gerade noch mit in Verbindung mit dem Saturn von Fabfilter, mit diesem, ich weiß nicht, so ein Dynamic-Knopf. Ganz rechts ist ganz stark gequetscht und ganz links ist fast wie so ein Gate. Also das ganz seicht und dann Saturn ganz seicht. Toller Tom-Sound. Über den haben wir schon gesprochen. Das ist quasi der große Bruder von der Isar. Einfach vier Kanale Isar. Hier ist, das ist glaube ich auch ein Video von, leider kein Originaler. Ich habe es aus Eitelkeitsgründen zugeklebt. Aber ist Bullshit. Also ich habe den angemacht. Obergeil. Für Bassdrum, für Gesang. Ich habe den super oft im Einsatz. Auch wenn, ja, man sagt ja, billige Nachbauten. Der F76 von der Firma, der kann nichts, finde ich. Mhm. Den habe ich direkt wieder abgegeben. Aber dieses Ding ist toll. Also auch hier kannst du bis 400 Herz boosten. Gar nicht unwichtig für Gitarre oder für Gesang. So, also ich habe mal Feedback von einem Mastering-Kollegen bekommen, dass ich das einfach mal probieren soll, die Vocals bei 400 Hertz zu boosten, also Shelf. Und dann auch noch halt mit dem Low-Cut zu arbeiten. Also habe ich immer gewundert, warum da das bis 800 geht. Und es ist halt ein Shelf, nicht irgendwie, es ist keine Bell, glaube ich zumindest. Ja, okay, muss ich mal genauer mich informieren. Ich bin mir sicher, dass es ein Shelf ist. Oder auch für Bass. Also Bassdrum, Bass, Snare hat nicht so gut funktioniert. Gesang läuft voll auf darüber. F76, Nachbau von einem Kollegen aus Mefelden. Bernd Pfeffer, der mastert auch. Mit dem habe ich früher ganz viel zusammengearbeitet. Und der hat mir den zusammengeschustert. Das sind Originalteile von einem originalen, weiß ich nicht, Urai, was auch immer. Er hat gemeint, es ist ein ganz tolles Ding. Blende ist halt so ein bisschen, ja. Hm. Aber was innen drin ist, ist wohl der Hyper-Shit. Und klingt auch gut. Also der ist auch immer in der Kette, gerade was Gesang angeht oder Snare. Wenn ich den hier nicht benutze, läuft der auf jeden Fall auf der Snare immer mit. Oder auch für Bass. Und last but not least, den kennt wahrscheinlich auch jeder, LA2A von Clark. Aber das ist, ja, Entschuldigung fürs lange Reden. Gar kein Stress. Aber das ist auch Reflexion für mich. So, was können die Dinger eigentlich? So cool. Und da interessiert es mich echt, ob das so voll der cringe Fail war und das einfach so, Alter, das macht doch jeder so. Aber ich kam halt irgendwie eines Tages drauf und habe jetzt nicht irgendwie gegoogelt, ob das stimmt, aber vielleicht mache ich mir damit doch auch was kaputt. Aber eigentlich ist ja, der Verstärker geht dann hier rüber und ich unterbreche das quasi nur mit dem Insert und ja. Ja. Ich kann mir auch, also ich bin sehr gespannt, vielleicht kann ja jemand, der Ahnung hat, schreibt es mal in die Kommentare unter dem Video. Würde mich auch interessieren. Wir haben jetzt eine Sache noch gar nicht beachtet hier, und zwar die Boxen. Wir haben kurz noch drüber gesprochen. Mhm. Ich habe schon Auraton und dann halt die großen Neumänner. Groß, genau, sind schon noch Nearfields, aber für hier fast schon ein bisschen zu groß. Mhm. Aber ich heiße auch Neumann mit Nachname und deswegen habe ich gesagt, wenn ich mal ein bisschen Geld habe, kaufe ich mir auf jeden Fall Neumänner. Sind wahrscheinlich nicht die allergeilsten mittlerweile. Es gibt tausend andere Boxen, die wahrscheinlich von der Linearität oder was auch immer offiziell besser sind, aber es kommt eben auf den Raum an. Und der Grund, dass ich mir die gekauft habe, war einmal, weil sie halt echt gut sind. Diese kleinen Hummel Geschichte, die vorher lief. Also genau, sind einfach gute Boxen und ich heiße so und deswegen. Und es ist noch ein Sub, einfach ein ganz normaler Hi-Fi-Sub von Tannoy hängt da dran. Und genau, ich habe so viel gemessen hier, es ist nicht optimal, kein Raum ist optimal, aber so für meine Arbeit funktioniert es ganz gut. Cool. Krass, ich glaube, ansonsten sind wir hier ja ziemlich durch. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was hier noch irgendwo drin steht, wir haben hier so ein paar Akustikelemente natürlich. Mhm. Was hat es mit diesen roten Geschichten hier in den Busstraps auf sich? Sind das Lichter? Oder genau, das sind Lichter. Das sind Lichter. Wenn du da hinten an dem rechten Rad drehst. Am rechten Rad drehen? Genau, aber ich weiß nicht, ob das gerade... Aha, ja, so. Schick. Guck mal an. Ja. Ja. Die, genau, aber es kommt jetzt, glaube ich, durch die Softboxen nicht. Wenn du jetzt noch die Hauptlichter ausmachst, dann ist es halt hier so ein rötliches Ding. Ja. Ist alles so ein bisschen mit Rot hier, also hier, ja, das ist Rot. Ja. Das ist so ein bisschen hier die Main-Farbe. Ja, schick. Sonst ist hier jetzt, genau,
Genau, hinsetzen. Schöne Sofa-Ecke hinter uns für die Leute, die noch zuhören wollen. Genau. Ansonsten, wir haben jetzt noch, glaube ich, zwei weitere Räume. Mhm. Wir haben eine Vocal Booth, da können wir vielleicht auch gleich dran gehen. Und dann haben wir hinter der Scheibe noch einen riesengroßen Live-Raum. Da bin ich sehr gespannt gleich drauf. Ja. Lass uns vielleicht zuerst in die Vocal Booth gehen. Dann haben wir gleich das hier abgehakt und danach gucken wir uns am Schluss als großes Finale quasi mal den großen Raum an. Raum, kleiner, aber fein. Vocal Booth oder vielleicht sogar mehr noch, ne? Weil für eine Vocal Booth dann doch fast schon groß. Richtig, genau. Also es ist als Vocal Booth gedacht. Bei mir war es jetzt die letzten Jahre eher Lager. Aber ich habe auch schon Schlagzeuge aufgenommen, weil, werden wir später sehen, der Aufnahmeraum ist sehr groß. Und wir hatten tatsächlich schon den Fall, dass der Band der Sound, der Raumsound zu viel war. Und ich habe halt mit meinen Gobos eingebaut, Matratze drüber. Ich habe quasi einen Raum im Raum dann gebaut, dann habe ich mir irgendwann gedacht, Leute, warum gehen wir nicht einfach hier rein? Und hier ist halt furztrocken durch diese Riffelholzgeschichten ist es halt auch komplett diffus, also der komplette Raum ist eigentlich außer die Decke, der Boden und die Decke eigentlich ein reinster Diffusor. Und wenn du hier drin stehst, das ist, man hört's. Ja, total. Und wie gesagt, für Gesang, für Sprachaufnahmen, ich mache vielleicht einmal in 1000 Jahren mache ich mal so eine Sprachaufnahme. Und das mache ich dann auf jeden Fall hier, weil das machst du draußen nicht. Da ist aber wir haben natürlich ein Fenster nach draußen. Das heißt, man kann auch sich angucken, man kann gemeinsam... Richtig, bei Live-Sessions, wo man meistens das Instrumental ohne Gesang trackt, weil wegen Übersprechen einfach so, da steht der Sänger oder die Sängerin steht dann meistens hier drin mit dem SM58 oder so in der Hand und kann dann von hier Blickkontakt zu ihren Kollegen und Kolleginnen halten. Und dann im Nachhinein wird das dann halt nochmal geovertappt. So. Ja. Außer die Band will... komplett live, dann kann der Sänger auch im Raum stehen, aber Schlagzeug und Gesang in einem Raum geht meistens nicht so gut und da habe ich auch keinen Spaß beim Mixen dann, von daher gehen wir diesen einen Mehrschritt und also jetzt mit dem Overdubben dann quasi, da hat man auf jeden Fall mehr von. Sonst habe ich hier halt ein Klavier aufgebaut, also ein E-Piano, manchmal habe ich auch so kleinere Projekte, einfach nur Singer-Songwriter, Klavier, Gesang, läuft dann über MIDI ins Addictive Keys einfach rein. Ein Klavier hier reinstellen ist auch eine Option, wenn dann hier, weil hier ist vom Klima her am konstantesten, wenn man jetzt in den Aufnahmeraum geht, da habe ich halt schon eher so eine Temperaturschwankung, das ist halt für einen Flügel oder für ein Klavier eher nicht so gut, von daher. Aber ich finde Addictive Keys cool, selbst hier, der hat so ein paar coole Onboard-Sounds, aber es ist jetzt auch nicht mein Main-Business, Klavier oder Tasten. Das ist mal für ein Refrain anzudicken und dafür ein Klavier hinstellen, ist ein bisschen drüber. Gibt es andere Studios, die wirklich auf Tasten wirklich ausgerichtet sind? Genau. Also ich das hier Yamaha, das ist ein Kassettendesk? Ja, wie man sieht, auch schon länger nicht benutzt. Für Effekte benutze ich das. Oder mal auch wenn eine Band irgendwie so einen Track hat, kennt man doch so, das ist normal eine Rockband und die eine Ballade ist nur so ganz klein mit Akustikgitarre und gehauchtem Gesang, dann quasi reampe ich das nochmal hier durch und kann hier auch so ein bisschen den Pitch so ein bisschen, immer ein bisschen ganz leicht, das ist ein bisschen wabert. Also hier den Equalizer, den benutze ich eigentlich nicht. Also es ist quasi so eine Effektgeschichte. Ich hatte ja auch noch so eine alte Bandmaschine, so eine Fostex. Also nicht so ein Riesending, sondern einfach so groß ungefähr. Und das habe ich in der DAW eingebaut und hatte dann so eine Latenz irgendwie, weil das falsch eingestellt war. Ich habe es einfach reingeplackt und dann hatte ich so ein natürliches Slap-Delay. Und da habe ich einfach eine komplette Vocal-Performance einmal durchlaufen lassen, hatte dann quasi ein analoges Slap-Delay. Das war ganz cool. Aber die war gar nicht hier vom Studio, deswegen ist sie abgeholt worden. Aber ja, Effektspielereien. Genau, sonst Gitarren. Jedes Studio braucht ein paar gute Gitarren, falls der Gitarrist, die Gitarristin kommt und sagt, hey, ich fühle mich mit meinem Instrument nicht so wohl, ich habe Bock auf was Neues. Und dann haben wir hier eigentlich von jeder
Sorte, sei es Strat, Tele, auch eine Explorer oder Bariton. Wir haben eigentlich jede Art können wir hier ausprobieren. Strat, also muss man als Studio schon flexibel sein. Und ich habe es eben schon erwähnt, hier ist ein geheimes Fach mit einem Schlüssel, der auch geheim ist, deswegen verwechsel ich ihn immer. Auch jetzt irgendwie nicht over the shit, aber hier sind so ein bisschen die etwas teureren Mikros. Weiß nicht, soll ich auspacken? Oder? Ja, vielleicht einfach auspacken in die Hand, damit finde ich auch interessant. Dann können wir auch ein bisschen besser am Licht packen. Ja. Wenn ich das helfen oder halten soll, sagst du, ne? Also. Wenn du willst, kannst du die Holzboxen auspacken auch. Also wenn du. Wir können einfach nacheinander. Genau. Licht. Genau, also hier auch relativ neu im Hause. Das ist ein Stereo-Bändchen-Mikrofon von AEA, von der Firma. Benutze ich entweder für Overheads oder für Raumaufnahmen. So, ist quasi so eine XY-fest konfigurierte Mikrofonie. Ja. Bändchen-Mikrofon. Arschteuer, aber arschgeil. Ein Tipp für alle Bändchen. Männchen, Leute, die Bändchen benutzen, lagert sie hochkant, weil wenn man mal irgendwie, keine Ahnung, kommt ja auch vor, dass man irgendwie eine Woche oder zwei Wochen nicht die benutzt, weil man irgendwie am Mixen ist oder mal Urlaub hat, dann legen sich die Bändchen doch echt recht schnell durch. Deswegen auch hier das Roya, das eben benannte, was oft rumflog, das ist das aktive R122. Auf keinen Fall so hinlegen, immer hochkant, dass das Bändchen stabil bleibt. An der Spinne schon erkennen, das ist ein Neumänner. Ja, ist eigentlich auch nicht der Regelwert. Das ist U87, kein 67, aber Studiostandard. Also du machst einen Shootout mit drei Mikros, in 8 von 10 Fällen ist es das Mikro. Es ist einfach, es klingt geil, diese bisschen vor-EQ'te Kurve. Ach, herrlich, habe ich einmal zweimal, auch für Overheads, seitdem ich die C414s habe und benutze. Gar nicht mehr so oft, aber das waren auch ganz lange meine Overheads. Weil ich mache halt viel so ein bisschen Indie und ein bisschen so gediegeneres Rockzeug und da kann man auch Großmembrane als Overheads nehmen, irgendwie für Metal. Ich habe einen Kollegen, der produziert viel Metal, der hat gesagt, Großmembrane als Overhead, bist du verrückt? So, vielleicht, aber klingt halt irgendwie. Und genau, wenn es nicht so schnell ist, Material, das kann man auf jeden Fall, bin ich aber nicht der Einzige, der das macht. Overheads als Großmembran. Ja. Genau. So, sonst ist hier nichts mehr. Krass. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen auf das, was, wo ich jetzt schon die ganze Zeit drauf warte. Ja. Großer Live-Raum. Ja, gerne. Gehen wir gerade rüber, oder? Cool. So, ich habe nicht so viel versprochen, riesig, riesig groß Aufnahmeraum, Live-Raum, ziemlich auch live klingender Raum tatsächlich. Ja, ja, auf jeden Fall. Mit das Größte, was ich bisher gesehen habe. Cool. Was tierisch viel drinsteht, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Vielleicht, wir sind ja schon da, du hast vorhin schon mal erzählt, ihr habt eine zweite Konsole gekauft, die sehen wir jetzt hier schon. Genau. Als Ersatzteillager, richtig, oder? Ja, das ist es eigentlich auch schon. Wir haben ein gutes Angebot bekommen von genau dem Modell mit einer bisschen anderen Meter Bridge. Das ist eine digitale, aber das tut dem Ganzen keinen Abbruch. Wir haben hier diese Kanalzüge, die man auch ganz einfach rausnehmen kann und quasi tauschen kann, wie man sie braucht. Also der kann hierhin, der kann hierhin. Und dann habe ich eine Woche nach dem Kauf nichts anderes gemacht als Kanäle von drüben rausgebaut, gecheckt, durchgemessen, was geht nicht. Und dasselbe dann mit den neuen gemacht und dann einfach ausgetauscht. Und in dem Pult sind jetzt 24 Kanäle, die komplett gut spielen. Und hier sind es, glaube ich, 15 oder 16. Der Rest geht so halb und hier sind wirklich Sachen, da muss man mit dem Lötkolben dran. Deswegen ist das gerade so ein bisschen markiert. Also wir haben quasi aus zwei Pulten, die so halb gingen, eins gemacht, was komplett geht. Das ist logischerweise drüben, mit dem ich arbeite. Und hier steht es halt jetzt noch, ja, an der Seite. Sieht ganz cool aus, wenn man es hier dann zumacht. Das habe ich nur für euch jetzt mal aufgemacht. So, ist ein, ja, ganz nettes Möbel, aber wird jetzt aktiv nicht benutzt. Es steht dafür, wenn drüben was ausfällt. Ja,
Unten ist noch eine alte. Die MIDI-Einheit wurde früher mit so einem Kollegen hier gesteuert. Atari kenne ich auch nur vom Namen, aber es ist mit dabei. Also ja, okay, ich werde es auf keinen Fall benutzen, aber wenn es da ist, ist es ganz cool. Dann genau. Hast du schon Pedals ohne Ende rum, ne? Was haben wir da vielleicht einmal, also das ist schon eine ganz schöne Menge. Du hast ja schon gesagt, du machst hier vor allem Aufnahmen von Bands. Richtig. Und nicht so viele Keys, das heißt, was übrig bleibt, sind Drums oder halt vor allem Gitarren, Bass. Genau. Die machen Pedals natürlich jede Menge Sinn. Genau, da ist einfach so eine Auswahl, halt irgendwelche Hallgeräte oder Verzerrer, vor allem halt Verzerrer, so für einen Bass oder irgendwas, was ein bisschen Vibe macht. Aber im Endeffekt gibt es das alles auch als gutes Plugin. Aber wie wir schon oft gesagt haben, so, man muss sich halt irgendwie abheben und ja, so eine Auswahl. Einfach mal, macht auch Spaß, einfach sich einen zu greifen, ranzustecken und damit zu spielen. Das ist cooler, als wenn ich irgendwie da, oh, ich mach dir mal ein Plugin auf, ja, spiel mal, geht nicht. Weißt du, so, das ist auch was in der Hand zu haben. Hier, diese Ratte, guck mal, wie viel das wiegt. Uff, so alt wie ich, das Ding. Dann wiegt es. Bisschen weniger als ich, aber ja, das ist ein Betonklotz. Das ist wirklich schwer, ja. Und ich find's halt geil. Das gibt's auch als, keine Ahnung, von UAD, glaube ich sogar auch, als Plugin. Funktioniert auch, aber es ist halt nicht... Ja. Nicht dieses Stück Metall so. Wenn schon UAD und quasi nicht original, sondern nicht echt, die Oxbox, oder die hatten wir innen drin, hier haben wir die ganzen richtigen Verstärker und Amps stehen. Mit Boxen, genau. Genau, da auch wie bei der Auswahl von Gitarren, einfach von allem so einen guten Querschnitt da haben. Hier ein Fender Super 60 an einer ziemlich mid-rangey Box für so ein bisschen Vintage-Indie- klonky, glockigen Sound. Hier quasi das genaue Gegenteil. Eher ein scoopter Sound mit dieser Mesa Oversize und ein, ich glaube, 150 Watt hat das Ding. So ein Triple Rectifier, da geht halt Rock- und Metal-Richtung, also wenn es ein bisschen härter sein soll. Sonst da hinten hat AC30s einmal den mit den blauen Speakern und einmal mit den grünen. Der grüne ist mehr so ein bisschen in die Indie-britische Richtung und der blaue ist so ein bisschen, den kann man ein bisschen mehr fahren, ein bisschen mehr High Gain. Genau, hier fast eine Rarität, auch aus den späten 80ern, JCM 800 von Marshall. Und hier so etwas eher was Neueres, sehr vielseitig, quasi auch ähnliches Ding wie er, nur kann ein bisschen mehr und ja, ist ein bisschen moderner. So. Und wie gesagt, ich bin immer auf der Suche nach irgendwie möglichst Vielschichtigkeit ist, wenn eine Band hier ankommt und sagt, hey, ich habe leider nur den, weiß ich nicht, irgendeinen Verstärker, der vielleicht nicht ganz so zur Musik passt, live taugt's, aber fürs Studio kann ich dann sagen, hier, such dir quasi was aus und da ist eigentlich bis jetzt immer was dabei gewesen, wo die dann glücklich mit sind. Und aussuchen, wir haben direkt hinten dran auch noch eine ganze Ecke Gitarren, vier Stück. Was hat's damit auf sich? Ja. Was sind das für welche? Auch, also meine Arbeit besteht aus flexibel sein und Sachen anbieten können, also von der Jazzmaster, die man komplett auf dumpf stellen kann, das so klingt, als hätte man irgendwie ein Handtuch auf den Saiten, Akustikgitarre, klar, aber auch im Gegensatz hier so eine Baritongitarre von, weiß ich nicht, ESP oder Ibanez, also die ist auf A, glaube ich, gestimmt, also quasi echt nochmal eine Spur tiefer. Kannst hier quasi alles recorden, was du willst. Ja. Klar, von Musikrichtung her, aber du kannst es auch mixen. Ich habe letztens auch so eine Indie-Produktion gemacht und diese Bariton-Gitarre läuft ganz, ganz leise im Hintergrund mit, um einfach nur so eine harmonische Farbe zu geben. Ja. Genau, Ziel von dem Studio ist einfach, Idee ist da, bitteschön. Dass man nicht irgendwie sagt, oh, jetzt muss ich was besorgen, irgendwie so. Also, es geht einfach alles hier, deswegen brauche ich auch die Größe vom Raum. Ich kann nicht in ein kleines Home-Studio irgendwie 5, 6 Verstärker stellen, klar. Schlagzeug, geschweige denn eine Band aufnehmen. Weil der Trend geht ja so zu Live-Aufnahmen, gar nicht irgendwie so Overdub, erst Schlagzeug, dann Bass, dann Gitarre und so weiter, sondern die Bands wollen zusammen im Raum sein und es geht halt in einem großen Raum nur. Irgendwie, wenn ich in einem kleinen Proberaum produzieren würde oder sowas, da ist es halt vom Platz, kann auch cool sein, aber wenn man den Platz hat, dann nutzt man ihn und für Video ist es auch cool. Genau, also die Größe vom Raum ist, haben wir vorhin auch schon gesagt, gar nicht irgendwie wichtig für die Qualität der Aufnahme, aber halt so vom Look und vom Feeling. Also wenn du in so einem großen Raum stehst und deine Stimme ein bisschen noch sogar selber hörst, das hat einfach, oder wenn du auf eine Snare haust irgendwie, das einfach der Raumklang ist halt schon da, das ist schon cool, ja. Und es ist wieder so ein Unique-Ding, weißt du? Ja. So diesen Raum hat, kann ich jetzt wirklich sagen, keiner.
So, diesen Raum, mit diesem Teppich, mit dieser Treppe und mit diesen Gobos, den gibt es nur in Offenbach. Ja. Und ja, das ist mir auch sehr wichtig. Ja. Hinschauen, Schlagzeug. Okay, oder? Ja. Mhm. Können wir gleich drauf eingehen? Ja, ist so ein bisschen mein Sorgenkind. Okay. Es ist ein gutes Schlagzeug, aber nichts Halbes und nichts Ganzes eigentlich. Also ich bin schon froh, wenn die Bands mit eigenem Schlagzeug kommen, aber wenn jetzt mal der Fall auftritt, dass die Band kein eigenes Schlagzeug hat, haben wir eins da. Es ist ein Marpex Saturn, es ist wirklich ein gutes Schlagzeug, aber so vom Genre her ist es nicht Fisch oder Fleisch. Es ist nicht richtig hart und modern für irgendwie Rock oder Metal. Es ist aber auch nicht soft und weich für irgendwie Indie-Pop. Es ist so echt, es macht beides, aber beides nur so okay. Ich habe noch ein Pearl Masters, mein eigenes, und das benutze ich eigentlich für so softe Indie-Balladen, so eine große 24er Bassdrum. Das steht halt hier primär so als Hingucker, so hey, ist so das Gefühl von, man kann direkt loslegen, so. Aber aufgenommen, also das benutze ich eigentlich gar nicht für die Aufnahme so oft. Aber wie gesagt, tolles Schlagzeug, Marpex Saturn. Ich glaube 10, 12, 14, 16er Toms. Die Snare ist sehr cool. Das ist, glaube ich, auch eine Sonor. Das ist ein ziemlich fetter Kessel und die klingt gut. Die benutze ich eher am ehesten noch hier von dem Setup. Und die Becken halt, ja, Siljin. Aber wie gesagt, es ist eher so ein Möbelstück so fürs Studio, dass man mal reinkommt und sieht, okay, es macht Sinn, da steht ein Schlagzeug, da stehen Amps, da steht ein Mischpult, so für den Look. Das schmalste Eckchen von diesem Studio. Bass, er ist ultra wichtig für den Mix, ist klar, aber man braucht jetzt nicht so viele verschiedene Verstärker, um eine Produktion machen zu können. Also bei Gitarren ist es schon anders, da ist schon ein krasser Unterschied, wenn du einen AC30 benutzt oder halt einen JCM800, da ist der Unterschied ultra krass. Bassisten werden mich jetzt wahrscheinlich hassen. Meiner Meinung nach braucht man ihn hier. Und vielleicht noch die passende Box, aber diese SWR-Box, die war halt da und funktioniert auch wunderbar. Hier ist nochmal eine bisschen andere Farbe mit so einem eingebauten Chorus auch noch. Also der hat, wenn es nicht der sein soll, der ist sehr rockig und sehr knochig. Und der ist von Haus aus schon so ein bisschen weicher, ein bisschen softer. Und das war es auch schon mit Bass eigentlich so. Also ich bin selber Schlagzeuger und tendenziell eher Gitarrist. Vielleicht spiegelt das auch so ein bisschen meine eigene Idee von dem Studio wieder. So Bass, ja, ist halt da. So. 100% der Platten sind mit diesem Bass einfach aufgenommen. Also ist halt Killer-Tier. Was mir jetzt aufgefallen ist im ganzen Raum hier, wir haben ja Teppiche auf dem Boden. Das fand ich ja interessant. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Teppiche. Das wirkt auch so, als wären das die Stationen. Ne? Mhm. Das hat quasi jeder so ein bisschen seinen eigenen Bereich und ist ein bisschen abgegrenzt. Das benutzt du wahrscheinlich auch, damit eben jeder weiß, hier, das ist mein Ding. Oder wie hast du das? Nicht um es vorzuschreiben, aber es macht halt erstmal von der Symmetrie her Sinn. Wenn man von oben so einen Schwenk über den Aufnahmeraum macht, dann macht das einfach was her. Und wie du sagst, genau, Station. Genau, Schlagzeug, hier ist Bass, Gitarre und der Sänger ganz blöd in der Mitte. Aber bei Aufnahmen steht es, also bei Overdub-Produktion steht es aber anders da. Also für Live-Sessions ist halt auch das Video wichtig. Von daher ist es schon mit, es ist auch oft so, wenn man auf den Bildern guckt, ist es oft diese Anordnung.
Wenn ich ein Schlagzeug hier in dem Raum aufnehme, nutze ich hier immer meine große AB, da in den Ecken sind 2KM184, Kleinmembraner, und dann steht das Schlagzeug hier und zwar genauso mit der Snare ausgemessen, dass die Räume quasi in Phase dann die Snare schön zentral haben. Weil wenn ich hier ein Schlagzeug aufnehmen würde, da wäre diese große AB eigentlich unbrauchbar. Da wäre die Hi-Hat irgendwo komplett weit, also eigentlich wäre alles links, weil das Mikro da nimmt ja logischerweise viel mehr das auf. Also Schlagzeug steht meistens hier, halt mit den Wänden noch, dass ich so ein bisschen den Raumsound gezügelt bekomme und genau die Band dann mehr so da. Aber wenn eine Live-Session ist mit Video, dann ist es schon dieses im Quadrat quasi. Ja. Und soundlich hat es halt auch einen Vorteil. Also wenn, wenn du hier ohne Teppichen drin stehst, dann ist es wie im Walmart oder im, weiß ich nicht, wie heißt es heutzutage? Rewe. Oder Real, dann gibt es Real. Aber genau, soundlich und optisch. Also. Ja. Das auf jeden Fall. Haben wir jetzt zwei Ecken noch? Also auf der einen Seite Mikrofon, dann hinten haben wir noch ein weiteres Mischpult, da habe ich gleich noch ein paar Fragen. Ja. Aber lass uns doch zu dem Mikrofon gehen, das finde ich auch, das würde mich auch sehr brennend interessieren. Du hast ja allein, wenn du sagst, ihr macht Live-Sets, ihr macht Live-Streams, ihr nehmt die ganze Band oder nimmt die ganze Band auf. Ja. Das heißt, du brauchst eine Menge an Mikrofonen, um einfach alles erstmal mitzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Genau, wir haben im Tresor, habe ich schon gezeigt, diese bisschen teureren Dinger. Hier sind halt so Klassiker, halt 3x SM57, 5 SM58, so ein Klassiker hier für einen Bass oder für die Bassdrum D6. Nie benutzt, aber ist da. Audix I5 ist, glaube ich, auch für Trommeln ganz cool. Der No-Brainer schlechthin neben SM7B. Kannst du für alles benutzen. Snare, Bassdrum, Gesang, Bass, Gitarre. Kannst du für alles benutzen. Auch eines meiner Lieblingsmikrofone. Wenn es ein bisschen stylisch werden soll, ihn hier. Keine Ahnung, wie das klingt, aber wenn es gut aussehen soll. Tatsächlich nur ein MD421, aber ein RE27, das ist quasi die bisschen erweiterte Version von dem RE20. Mit, kannst du noch ein bisschen was vorfiltern. Für Bassdrum ganz cool. Deswegen ist das wahrscheinlich auch nicht matt, sondern dann, oder? Weil der andere ist auch matt, der Rüssel. Ja, also ist einfach ein anderes Modell. Genau, kannst hier quasi noch ein paar Filterkurven einstellen. Für eine Bassdrum ganz cool, wenn man die mitten so ein bisschen wegdrückt und sonst für Bass auch ganz cool. Also alles, was ein bisschen tieffrequent sein soll. Für Live-Sessions auch unerlässlich SM7B. Will irgendwie jede Band für den Look eine Live-Session haben. Ich verstehe es nicht, weil wie du hier siehst, also kennst du Mikro wahrscheinlich, die Membran ist hier. Sprich, du kriegst gar keinen Nahbesprechungseffekt. Ergo, wenn ein Schlagzeug mit im Raum steht mit diesem Mikrofon, du hast hier mehr Schlagzeug drauf als Gesang. Eigentlich komplett unbrauchbar, aber es ist wohl, ja, irgendjemand hat damit angefangen und jetzt wollen alle mit dem SM7 Live-Sessions aufnehmen und das ist halt für uns Tontechniker echt ein Graus. Zwei Pärchen hiervon, meinen Namensvettern, zweimal die dunklen und wie gesagt, in den Ecken stehen noch zwei silberne. Eher für einen Live-Betrieb. Hier ein paar Grenzflächen, Beta-Zone 50. Das ist mein Zweitlieblingsmikro übrigens. Das ist mein Lieblingsmikro, deswegen habe ich es auch gleich dreimal. AKG C414 ist einfach das flexibelste Mikro, was ich kenne. Du hast hier zwei Filtermöglichkeiten. Du kannst padden bis zu 20 dB. Du hast hier vier Charakteristiken. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, Uzi macht, ich kann das auch. Ja, aber das ist viel kleiner. Das kannst du auch an eine Tom machen oder an eine Snare und da kannst du auch mal draufhauen. Wenn du auf dem U87 draufhaust, bist du direkt arm und ja, ist halt ein bisschen erschwinglicher. Europäische Firma, finde ich auch immer gut. Und dafür bin ich extra nach Berlin gefahren, weil ich einen Ebay-Deal geschossen habe und bin mit der Bahn hingefahren, habe die zwei Köfferchen geholt. So, hier ist vielleicht noch so eine kleine spacige Auswahl. Dazu vielleicht kurz etwas, was ich auch empfehlen kann. Das ist einfach so ein T-Bone-Bändchen. Und wenn man das Bändchen quasi gerade zieht, mein Bändchen ist da so geriffelt und das Mikro habe ich aufgeschraubt und habe das Bändchen ganz gerade gezogen, da ging die Flanken komplett weg. Also kein Bass, keine Höhen, so dieser Telefoneffekt. Das ist quasi so ein natürlicher Telefoneffekt sozusagen, wer es braucht. So, in meinem alten Studio habe ich viel so rumgespielt. Lang nicht mehr benutzt, weil ich den Effekt auch schnell in der DAW mache. Aber kann mal jemand probieren,
Bändchen gerade ziehen. Nicht bei einem teuren Mikro, aber bei so einem günstigen kann es machen. Und hier noch ein ziemlich gutes Bändchenmikrofon von SE, das X1R. Wer kein Geld für ein Rohja oder so ausgeben möchte, hat auch oft schon gegen das große Rohja Shootouts gewonnen an der Gitarre. Cool. Ja. Jetzt glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, haben wir noch eine Ecke da hinten. Mhm. Da steht ein Midas-Mischpult. Ja. Was hat es damit auf sich? Das ist eigentlich die teuerste Musikabspielstation der Welt. Es ist primär dafür, um beim Aufbau hier Musik abspielen zu lassen. Bis vor kurzem, weil ich habe mir für nächstes Jahr habe ich mir vorgenommen, ein bisschen in den Live-Bereich auch zu gehen, also neben dem Tonstudio auch die Bands einfach live zu begleiten. Und dann ist das Ding einfach obergeil. Du hast 32 Kanäle, unendlich viele Effekte für jeden Kanal, Kompressor, Gate, also alles, was du brauchst auf 1,30 Meter oder was es ist. Also Case drauf, das Ding kannst du mit zwei, also total kompakt, ist im Grunde dasselbe wie das Behringer X32 von der Oberfläche her, aber halt, wie schon ein paar Mal jetzt gesagt, von der Verarbeitung einfach besser. Kostet, glaube ich, einen Taui mehr, aber man merkt es. Die Fader sind um einiges besser. Soundlich sagen auch Leute, dass es irgendwie anders, ein bisschen besser klingt. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich einfach keinen Vergleich habe. Ich habe jetzt nicht beide Pulten nebeneinander irgendwie. Aber es macht mega Bock und sieht cool aus. Und ja, ich habe jetzt schon ein halbes Jahr damit Live-Erfahrung gesammelt und nächstes Jahr geht es da ein bisschen ernster, dass ich das auch wirklich anbiete. Gerade habe ich nur so Kumpels von mir live quasi gemischt, um so ein bisschen zu lernen. Genau, das Ding hängt jetzt hier an Endstufen dran, die über die PA kommen. Wie gesagt, primär um Musik zu hören beim Aufbau. Ja. Genau. Cool. Das war's. Glaube ich auch, ne? Ja. Also war schon ziemlich amtlich. Bin mal gespannt, wie lang es jetzt geworden ist. Ja, unter der Stunde geblieben sind oder nicht? Ja, ich fand's super interessant. Jetzt am Schluss, lass uns doch nochmal in die Mitte gehen, dass wir so ein bisschen Hintergrund haben. Mhm. Am Schluss finde ich es immer cool, wenn du nochmal sagst, weil ich finde, das wirkt immer so durch Videos so unglaublich weit weg. Das ist ein riesengroßer Raum. Mhm. Hier spielen die teuersten Bands der Welt. Nee, man kann dich buchen, man kann Zeit mit dir buchen. Mhm. Wo findet man dich denn? Und wie könnte man jetzt Kontakt zu dir aufnehmen, wenn man sagt, oh, ich habe eine Band, ich würde eigentlich gerne mal eine CD oder irgendwas oder eher heutzutage was, ein Album für Stream aufnehmen? Aufnehmen, auf jeden Fall. Wie tritt man an dich ran? Natürlich Insta, ich habe eine Homepage, ich kann dir gerne einen Flyer von mir mitgeben. Da ist auch Nummer drauf. Also einfach kontaktieren. Ich bin nicht jemand, der irgendwie tagelang irgendwie da nicht antwortet oder irgendwie, also ich bin eigentlich immer am Handy dran und einfach anschreiben und dann läuft es so ab, dass ich erstmal die Band irgendwie ein bisschen kennenlerne, was macht die Band für eine Musikrichtung, weil so den krassesten Metal sehe ich mich jetzt nicht produzieren, weil ich bin einfach von Hause aus eher so der Indie-Pop-Rock-Typ und macht keinen Sinn, dass ich eine Metal-Produktion fahre, also Metal-Bands oder Hip-Hop-Projekte mache ich nicht, da würde ich dann an Kollegen weiterleiten, gibt es auch einige, die das sehr gut machen, aber ja, zu deiner Frage einfach auf Instagram oder YouTube. Ich habe jetzt seit kurzem meinen YouTube-Kanal. Da streame ich einfach meinen Alltag. Wenn ich ins Studio komme, drücke ich einfach auf Stream starten und die Bands oder die Leute, die es interessiert, können einfach gucken, was ich den ganzen Tag mache. Ich erkläre auch immer so ein bisschen noch dazu. Das bin ich auch gerade am Entwickeln. Da schreiben, Insta, Handy, Facebook, weiß ich nicht. Also alles außer Brief. Alles außer Brief, ja. Cool. Dann, ich glaube, ich verlinke einfach mal alle Kontaktdaten unter dem Video. Ja. Das ist vielleicht das Leichteste. Ja. Genau, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Ich fand es super interessant. Es ist ein fantastischer Raum. Cool, dass ihr da wart. Ja, danke. Vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit. Wir verlinken alles. Falls ihr Zeit buchen wollt, falls ihr ins Studio gehen wollt, schreibt. Schreibt, ruft an, was auch immer. Genau. Hoffentlich ist es rübergekommen. Es ist einfach mega gemütlich alles hier. Genau, ansonsten sind wir soweit durch. Fein, danke. Cool.
vielen Dank an Buddy, dass er uns das Studio gezeigt hat. Es hat tierisch großen Spaß gemacht und er ist einfach ein total sympathischer Mensch. Es macht einfach Spaß, mit ihm Zeit zu verbringen. Falls ihr also auch mit ihm Zeit verbringen wollt und vielleicht für das nächste Projekt eurer Band noch ein Studio sucht, habt ihr es jetzt gefunden. Kommune 2010 in Offenbach mit Buddy. Kann ich euch nur ans Herz legen. Es ist eine super coole Atmosphäre. Es macht total Spaß. Falls ihr ihn also kontaktieren wollt, ich verlinke all seine Profile, all seine Social Media Geschichten und seinen YouTube-Kanal unter diesem Video. Er macht nämlich auch YouTube-Videos. Dort macht er nämlich Livestreams, wo er Sachen mixt und Sachen produziert quasi von seinem alltäglichen Alltag. Total spannend. Schaut gerne rein. Ich habe ansonsten mich eigentlich nur noch zu bedanken, dass ihr zugeschaut habt. Vielen Dank fürs Dranbleiben bis hierhin. War ein langes Video, ich weiß. Hat hoffentlich Spaß gemacht und wir sehen uns nächste Woche Mittwoch für ein neues Video. Bis dann. Ciao.